Leute, ihr seht, wir haben heute einen Gast. Laura Hottenrott ist da. Wir möchten uns heute mit Laura über Training auf der Lauf-Langdistanz, über Training allgemein, was können wir Triathleten von Läufern lernen und vielleicht auch umgekehrt, mal gucken. Und HRV wird auch ein Thema sein, komme ich aber später zu. Und ja, wir starten einfach mal. Hey Laura, schön, dass du da Ja, bist. hi Sebastian. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ja, wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Beine sind wieder frisch nach der WM. Ja, ist ja schon ein paar Wochen her. Ja. Und ja, jetzt bin ich eigentlich wieder so im Aufbautraining. Ach, schon wieder. Ja, Genau. geht schon wieder los. Aber Glückwunsch, glaube ich, auch von unserer Community. Das war Mannschaftsmedaille. Ja, Das Dankeschön. war nicht schlecht. Und ja, wie war dein Rennen persönlich? Bist du da zufrieden? Auch mit, wie es gelaufen ist, mit der Vorbereitung und so weiter? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es war definitiv eins meiner besten Rennen, wenn nicht vielleicht sogar das beste Rennen. Hätte ich im Vorfeld auch gar nicht so mit gerechnet, dass es dann doch so schnell wird. Okay. Weil ich bin im Frühjahr in Barcelona persönliche Bestleistung gelaufen. Und ja, dann für die WM wussten wir halt, dass der Kurs relativ profiliert ist und konnten halt auch nicht so ganz ausrechnen, was für eine Zeit dann dabei rumspringt. Und dass es dann nochmal über eine Minute schneller war, 1:10, 49, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich bin ins Ziel gelaufen und habe nur so gesehen, okay, krass, da steht echt 1:10 irgendwas und nicht 1:11 irgendwas. Ja, in dem Moment, also ich glaube, das konnte man im Ziellauf auch sehen, habe ich mich echt riesig gefreut. Und ja, als dann halt die anderen Mädels kamen und wir ein bisschen später dann rausgefunden haben, dass halt wir mit dem deutschen Team, muss man sich mal vorstellen, hinter Äthiopien und Kenia auf dem Podest stehen werden mit einer Bronzemedaille, das war schon krass. Also im Voraus, so die Bundestrainerin und der DLV meinten halt so, okay, wenn es super läuft, vielleicht so Platz 8 in der Ach Mannschaftswertung. so, okay. Ja. Und dann holt Deutschland halt eine Medaille Ja. im Straßenlauf, das ist schon was Besonderes. Ich meine, ja, Ist das das war. Premiere? Weißt du Ich das? glaube, ja, es gab es noch Ach nie. so, oh, Ja. wirklich. Okay, also dann nochmal ganz besonderen Glückwunsch. Ich habe das auch so ein bisschen über Instagram, konnte man Ja. verfolgen, hast du viel gemacht. Da hat man wirklich gesehen, der dreht Arm hoch, geil, ja, Ja, wunderbar. wir sind auch richtig drin gekommen im Ziel. Ah, okay. Das war Ja. krass. Also wir standen dann da so in der Lobby, als wir das erfahren haben. Und wir deutschen Mädels haben wir dann angefangen rumzuschreien. Und die Afrikanerinnen, die waren also auch so ganz gechillt. Auch bei der Siegerehrung, glaube ich, waren wir diejenigen, die so am meisten aus sich rausgekommen sind. Ja. Ja. Ja, ich glaube, wenn man ja nicht damit rechnet, dann ist es nochmal eine viel größere Emotion dann plötzlich, Ja, ne? und ich denke, es war halt auch so, das Jahr war halt für uns alle ja eine ziemliche Durststrecke. Und ja, es hat sich halt so viel aufgestaut an Emotionen. Und die hat sich halt also dann in dem Rennen, sozusagen kam die halt raus. Also so habe ich auch mich in dem Rennen gefühlt. Ich denke, das war auch so ein Punkt, warum es so gut lief, weil man irgendwie gedacht hat, geil, es ist ein Rennen und ich bin so dankbar, dass das jetzt hier gerade mal echt funktioniert, weil bis kurz vorher hat man immer noch nicht dran geklappt. Also wirklich, als man also richtig in der Startlinie stand und es dann losging, dann ist so der ganze Stress abgefallen und hat man gedacht, okay, das ist jetzt zwar Halbmarathon, das ist halt, also für uns Läufer verdammt lang, für Triathleten jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber dann ging das Rennen eigentlich schon ja, relativ schnell vorbei, weil man die ganze Zeit gedacht hat, okay, es ist die WM, hier sind tausende andere Frauen, also hunderte andere Frauen. Aber man hat halt so um jeden Platz gekämpft, hat sich auf die Strecke konzentriert, die war ja auch ziemlich profiliert und dadurch flog das Rennen so vorbei. Und also auch im Training vorher habe ich halt versucht, so diesen profilierten Kurs zu trainieren und ich konnte nicht so, ja, mir vorher genau ausrechnen, welchen Schnitt ich laufe, weil man halt bergab ist man mal 3:10 gelaufen, bergauf ist man mal 3:35 gelaufen. Das heißt, man wusste auch echt nicht so, welche Zeit habe ich jetzt eigentlich am Ende. Und ja, man konnte natürlich die Zwischenzeiten sehen, jede Runde, aber die Runde war natürlich auch immer etwas verschoben, weil die Runde nicht genau 5 Kilometer war, dass man dann auch nicht so genau wusste jetzt, okay, wie schnell ist die nächste Runde. Und ja, das liegt mir eigentlich ganz gut, dass man halt in dem Rennen so ein bisschen Abwechslung hat, dass man nicht so monoton das abspult jeden Kilometer, sondern halt auch vom Anstrengungsgrad mal hoch und runter geht. Also bergauf sich extrem anstrengt und dann bergab denkt, okay, jetzt kann ich ein bisschen rollen Ein bisschen lassen. rollen, das wollte ich gerade sagen. Genau. Ja, genau. Obwohl es manchmal anders geht. Also die sind Ja. dann eher so die Bergaufläufer und die müssen sich bergab strecken. Aber ich bin eher so, dass bergab mir ganz gut Ich gelingt. glaube, es gibt eine Untersuchung, die gezeigt hat, von diesem amerikanischen Marathonläufer, glaube ich Ja. sogar, dass der Marathonlauf, also es war ja jetzt Halbmarathon, der Marathonlauf auf den Bergabpassagen gewonnen wird. Ah ja. Weil wenn du nicht mehr frisch genug bist, Ja. kannst du eben auch nicht mehr bergab rollen lassen, sondern Ja. vielleicht dann fällst du so ein bisschen in den Schritt rein hinein und kannst das nicht ausnutzen. Aber deswegen ganz interessant, dass du sagst, okay, das hat dir gefallen und Ja. vielleicht das Profilierte. Und es ist ja mit einer deutlichen Bestzeit dann auch belohnt worden. Und ich glaube, es war auch wirklich, wie du beschrieben hast, waren viele Frauen auf dem Kurs, war immer eine Dynamik. Ja, Man hat genau. das gesehen und du hast auch wirklich so um jeden Platz gekämpft. So, das hat man richtig gesehen. Ja, cool.
Ja, das hat so mit dem Mannschaftsgedanken halt cool, weil man halt wirklich weiß, weil man vorher alle gesagt so, okay, jeder Platz und jede Sekunde zählt, um dann vielleicht Achte zu werden. Aber dass es dann halt für den Dritten war, das ja, war cool. Eine Überraschung. Ja, nice. Also das, ich glaube, das können wir uns auch vielleicht mitnehmen, schon mal als ersten Punkt. Die Erwartungen sind das eine, das Ergebnis das andere. Und es ist vielleicht auch mal ganz gut, die Erwartungen realistisch oder vielleicht ein bisschen zu tief zu setzen, weil man sich auch besser überraschen kann. Ja. Könnt ihr vielleicht für euren Silvesterlauf auch direkt nutzen. Ja. Party Pace ist das Motto übrigens, Laura. Wenn du kannst auch gerne Party mitmachen. Pace, ja, Party cool. Nee, finde ich gut. Ich meine, ich mache oft auch Slow Jogging, besonders vorm Rennen, dass ich richtig langsam laufe. Das habe ich auch festgestellt, als ich in Kenia mal im Trainingslager war. Die Kenianer können richtig schnell rennen, aber die können auch wirklich dann sozusagen Party-Pace laufen. Nick, richtig langsam. Ja, nee, also Party-Pace ist so... Alle Kenianer. Ja, wir können eigentlich, also das war so, wir wollen eigentlich machen, was wir wollen. Also muss nicht immer eine PB sein jetzt am Silvesterlauf. Das ist so das Motto. Okay. Aber ist gut, dann läufst du ganz locker, ist für dich die Party-Pace. Jeder interpretiert sie, ja, wie er will. Genau, perfekt. Siehst du, das ist genau das Motto. Ich weiß natürlich, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich weiß, dass du jetzt vom Lauftraining nicht ganz so klassisch trainierst. Man redet ja sonst immer, okay, Laufen kommt vom Laufen und man muss viel Umfang im Laufen machen. Ja. Ich weiß, dass du es ein bisschen anders machst. Magst du uns das mal vorstellen, was du da machst? Genau, also mein Vater ist ja auch mein Trainer und das schon seit vielen Jahren. Und ja, ich komme eigentlich so von allen Ausdauersportarten, würde ich eher mal sagen. Also als Kind habe ich angefangen mit Skilanglauf, mit Mountainbike-Rennen, mit Schwimmen, alles mal versucht und bin dann mit der Zeit immer laufspezifischer geworden. Aber wir greifen halt darauf halt gerne auch zurück. Also im Winter mache ich immer eigentlich ein Skilanglauf-Trainingslager oder im Sommer fahre ich halt gerne viel Rad. Und ja, besonders dieses Jahr, also muss ich halt ehrlich sagen, ich war sehr gut vorbereitet im Frühjahr dann mit der Bestzeit und dann waren halt die eigentlich so die Olympia-Quali-Rennen im Marathon Hannover und Hamburg. Und dann sind die ja beide weggefallen und dann hatte ich erstmal gar keinen Bock mehr. Also besonders hatte ich halt gar keinen Bock mehr dann auf Laufen so richtig und bin dieses Jahr dann auch echt viel Rad gefahren, weil Radfahren macht mir einfach mega Bock. Also Rennradfahren, ja, auch selbst in der Heimat, also in Nordhessen gibt es auch ein paar Hügel. Das macht richtig Spaß. Und wenn ich da mal ganz kurz, ihr könnt auch mal auf Lauras Strava-Account gehen. Glaube ich, du hast einen Strava-Account oder was? Ja. Und du fährst auch immer einen ordentlichen Schnitt, habe ich schon mal gesehen. Ich bin schon immer so, dass ich denke so, ups. Ja, ich fahre dann doch auch ganz gerne mal ein bisschen schneller. Ja, okay. Slow Jog, aber schnell Fahrrad. Ja, aber so viele Einheiten sind jetzt auch nicht auf Strava, genau. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht so, es gibt zwar ein paar virtuelle Rennen, aber ich muss ehrlich sagen, für mich sind diese virtuellen Rennen kein Anreiz wirklich. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, ich wollte schon immer mal im Triathlon starten. Und das hattet ihr ja, glaube ich, mitbekommen. Da hatte ich mich in Davos, nachdem das stattfinden sollte, angemeldet und habe dann auch lange überlegt, okay, melde ich mich an im Altersklassenfeld oder wage ich jetzt mal was und stelle mich ins Profifeld? Die lachen mich wahrscheinlich alle aus, wenn jetzt da als Läuferin nicht auf der Liste stehe. Besonders, weil ja dieses Jahr in Davos wirklich alle großen Namen waren. Ja. Aber das war halt so, wo ich gedacht habe, puh, das ist jetzt echt eine Herausforderung, besonders mit dem Schwimmen, weil das ist das, wo es dann, glaube ich, am ehesten hätte gescheitert wäre. Ja, und habe dann den Sommer hindurch so, ja, die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt trainieren wir für den Flügelpass und irgendwie für den Davoser See und das Laufen nehme ich zwar auch noch mit, aber halt mit, nicht so mit diesem Fokus Marathon, weil das wirklich im Frühjahr, das hat viele Körner gekostet und dann hat sich das nicht ausgezahlt und das hat mich halt einfach super geärgert und ja, dann stand halt wirklich so dieses Training der drei Disziplinen im Vordergrund. Okay. Wenn du da mal, kannst du da ein bisschen drüber sagen, wie viel hast du da insgesamt trainiert? Also Stunden pro Woche? Ja, also schon über 20 Wochenstunden. Ja. Bin dann schon auch noch also an die 100 Kilometer gelaufen. Okay. Aber natürlich in der Marathonvorbereitung läuft man deutlich mehr. Was sind da so Richtwerte? Ja, so 140 Kilometer laufe ich dann schon, ja. Okay. Genau. Können wir gleich nochmal reingucken. Ja, also da fahre ich zwar auch noch Rad, aber natürlich dann nicht, da fahre ich dann eher locker Rad und ja, mache im Rad jetzt nicht unbedingt Intensitäten. Ja. Und wie hast du zum Beispiel das Laufen und das Radfahren kombiniert? Also vielleicht auch dann doch mal direkt in die Marathonvorbereitung. Häufig hört man ja, okay, man macht einen längeren Lauf und den verlängert man irgendwie, wenn man noch Rad fährt. Und dann aber hohe Trittfrequenz und sowas, das ist ja so ein bisschen, ich sage das Narrativ, ne? Das ist ein bisschen überliefert. Wie machst du das?
Ja, wir machen das eigentlich so, dass wir eher die Radfahrt als einzelne Trainingseinheit nehmen. Mhm. Also schon eine lange Radfahrt halt als Fettstoffwechseleinheit, also lange Lit-Ausfahrt. Genau. ja, also schon 3-4 Stunden. Ich bin dieses Jahr auch mal, das längste war, glaube ich, mal einmal 170 Kilometer gefahren. Das war dann zwar aber eher so für den Triathlon. Mhm. Aber auch in der Marathonvorbereitung sind lange Radfahrten auf jeden Fall dabei, lange und locker. Mhm. Aber jetzt nicht nur flach, sondern so, dass man halt auch wechselnd mal aufsteht, sich hinsetzt. Weil ich denke, es ist nicht so gut, wenn man jetzt auf einer Zeitfahrmaschine sitzt, da die ganze Zeit drückt. Das hilft wenig zum Laufen. Hast du eine? Nee. Also bitte. Genau, also das war das Gute gewesen. In Davos hätte ich mit meinem Rennrad fahren können. Ja. Aber du hast einen Auflieger, glaube ich. Genau, ja. Aber den hätte man da ja auch nicht gebraucht. Ja. Nee, das stimmt. Im Nachhinein war das ja so wieder so alles umsonst, leider. Ja. Ja, war eine nasse Angelegenheit. Ja. Ja, das kann man schon so sagen. Okay, also das ist ja also nicht diese Kombination, sondern immer isoliert, aber eben auch mal gucken, dass man mal aufsteht, im Wiegetritt fährt. Genau. Das geht bei euch wahrscheinlich ganz gut mit den Anstiegen und so ja. weiter. Wie viele Stunden fährst du dann ungefähr, wenn du in der Marathonvorbereitung bist, damit die Leute so ein bisschen eine ja, Vorstellung haben? Ich würde sagen, also kommt drauf an, vielleicht eine längere Radfahrt in der Woche und dann zweimal abends nochmal vielleicht 1,5 Stunden eine Radfahrt. Das machen wir auch immer. Ja. genau. Aber wenn natürlich das Wetter schlecht ist, dann auf der Rolle, dann nicht draußen, ja. Ja, okay. Okay, also oft hast du auch alles, Rollen-Setup steht? Ja, das musste ich mir letztes Jahr holen. Also es macht okay. halt schon mehr Bock, wenn man halt einen Smart-Trainer hat und ja. nicht auf so einer anderen Rolle fährt. Fährst du auch auf Swift? Ja. Sieht man dich da auch mal? Okay, kann man mal, ja. muss man mir die Augen aufhalten. Okay, wenn du jetzt mal vom Marathon oder wenn wir vom Marathon-Training sprechen, da hat man ja auch wieder da so ein bisschen Überlieferung. Ne? Man muss mal den langen Lauf machen, ja. man muss auch mal trotzdem auf die Bahn gehen. Wie sieht da so deine, ich weiß, das ist dann immer noch mal ein bisschen ja. individuell, aber so, wenn du jetzt sagst, okay, das ist so meine Paradewoche, so die sieht eigentlich zu 70% so aus, wenn ich trainiere. So die ja. Wochenstruktur. Also normalerweise, es steht meistens als erstes die Laufeinheit und die Radeinheit, wenn dann abends ergänzend, mhm. jetzt in der typischen Laufwoche, dann habe ich meistens ein Fahrtspiel drin. Also ich gehe relativ wenig auf die Bahn. Also ich war dieses Jahr, könnte ich an einer Hand abzählen, ach, wirklich? Ob ich in der okay. Bahn war, auf der Bahn war, ja. 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 ja okay, das, das liegt halt daran, dass ich also sehr gerne halt Fahrtspiele mache im profilierten Gelände. Also wirklich klassisch Fahrtenspiel mhm. ohne eine Minute dies, eine Minute das oder? Nee, also Fahrtspiel, Minutenläufe. Ah, okay. Also zum Beispiel statt jetzt 2000er auf der Bahn, sage ich dann, okay, ich mache 6x7 Minuten okay. und kontrolliere mich immer damit der Herzfrequenz. Also ja, eigentlich auch so durch meinen Vater bin ich mit der Herzfrequenz groß geworden. Er hat mir schon damals als Kind Brustgurt angezwungen, hat gesagt, lernen wir deine Werte kennen. Okay. Und mittlerweile ist das auch so eigentlich die ja. Steuerungsgröße, die ich halt immer nutze. Mhm. Und klar, manche sehen das pro contra. Ich für mich selber sehe da viele Vorteile. Mhm. Und ja, also fange dann an und nehme mir oft ein bestimmtes Stück im Wald, was auch nicht ganz gerade ist. Mhm. Und mache da halt dann meine Tempoläufe sozusagen auf dem Gelände, was ein bisschen profiliert ist. Da weiß ich natürlich am Ende dann nicht genau, bin ich jetzt genau die Rundenzeiten wie im Stadion so gerannt. Aber man hat jetzt auch bei der WM gesehen, das Gelände war profiliert und das hätte mir jetzt nichts genützt, wenn ich mich an die Linie gestellt hätte und gesagt, okay, ich laufe jetzt 3:20, 3:20, 3:20, mhm. weil so war es halt am Ende nicht. Und dieses Training ist halt für den Kopf einfacher, meiner Meinung nach. Für manche vielleicht nicht, für mich schon. Mhm. Und ich kann auch, mach mich nicht so verrückt vorher. Sonst kennt man das ja häufig, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt 6x2000 auf der Bahn, dann vergleiche ich, okay, was habe ich davor gemacht? Ja. So, jetzt ist aber, heute ist wärmer oder heute ist mehr Wind, dann rege ich mich schon vorher darüber auf. Ja. Gehe ganz entspannt ja. in die Einheit. Aber ja, weil es auch so kontrollierbar ist. Ja, ja genau. Ja. Aber im Endeffekt habe ich vielleicht gar nicht das Gleiche gemacht, weil meine Herzfrequenz was ganz anderes war. Also ich habe mich dann doch vielleicht zu sehr belastet oder zu wenig belastet, weil diesmal die Bedingungen einfacher oder schwerer waren. Und wenn ich das halt im Wald mache, kann ich ein bisschen mehr einerseits auf mein Körpergefühl achten. Wollte ich gerade sagen, also genau. Das ist ja auch immer und noch wichtig. Halt sehen, halt, was habe ich am Ende gemacht, also mhm. kardiovaskulär. Ja, und du machst es ja auch nicht erst seit gestern, sondern schon ja. seit vielen Jahren. Und dann hast du natürlich subjektives Belastungsempfinden, Herzfrequenz und nachher ja. natürlich auch, ich meine, du wirst dann wahrscheinlich ähnliche Strecken immer mal wieder laufen und hast ja trotzdem Orientierungswerte, okay, das bin ich jetzt so und so schnell gelaufen oder so, oder nicht? Ja. Doch, ja, doch, ja, klar. Doch, doch. Ich kenne die Strecken alle. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, also du wärst jetzt die einzige Person, die jedes Mal eine andere Strecke hätte. Nee, das sind dann schon so die Strecken, die sich mal wieder raussucht. Klar, und dann in der Woche ist natürlich der lange Lauf, steht dann an. Mhm. Bei mir meistens 30 Kilometer. Jetzt ganz wichtig. Ja. Bestimmt der Sebastian Reimann. Du bist auch demnächst bei den Jungs im Podcast, habe ich gehört. Ach so, ja, genau. Felix und Sebastian, viele Grüße. Ja. Long Run.
ist ja eigentlich mindestens, ich weiß nicht, wie lang, was da genau die Regel ist, ich glaube 32 Kilometer oder so. Und, ja, bist schon leider, habe ich jetzt gehört, raus. Und natürlich Race Pace ungefähr oder ein bisschen drunter. Ist die Definition, das musst du dann nochmal im Podcast mit den Jungs diskutieren. Ja, das diskutiere ich heute. Wie machst du es? Also für mich ist der Long Run 30 Kilometer. Also ich habe auch mal 35er gemacht, jetzt aber in der Halbmarathon-Vorbereitung 30 war das längste. Länger als 35 habe ich aber noch nie gemacht, aber ich würde eigentlich auch den Long Run, also für mich selber würde ich ab 25, 28 zählen als Long Run. Und ich mache den nicht in Race Pace, also nicht im Marathon Race Pace, habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Sondern eher so knapp unterm Viererschnitt. Meine Race Pace ist aber... Das muss man jetzt auch wieder, da kommt immer so Missverständnis unter, über, was heißt das jetzt für also dich? Ungefähr so 3,50er, 3,55er Schnitt, genau. Okay. Ja. Wäre jetzt ein zügiger Long Run für 30 Kilometer oder maximal mal 35. Ja. Aber meine Race Pace ist ja jetzt im Marathon ungefähr 3,30, also deutlich schneller. Ich würde auch das nicht also, im Training machen. Das wäre dann definitiv zu intensiv. Sondern wenn dann hinten raus gesteigert, dann würde ich lockerer anfangen und würde zum Beispiel sagen, okay, die ersten 10 die Geschwindigkeit, die zweiten 10 die und die letzten 10 Richtung Race Pace. Okay, ja. Ja, interessant. Ich glaube, so eine Einheit steht sogar in einem unserer Pläne. Ah ja, sehr gut. Fast sicher. Und baust du irgendwo Marathon-Pace ein? Ja, also in einem gesteigerten TDL auch, zum Beispiel 12 Kilometer fange ich ein bisschen langsamer als Race-Pace an, vielleicht dann so 3,45 und hinten raus drücke ich dann aber deutlich unter Halbmarathon-Race-Pace dann okay. auch. Aber du sagst jetzt nicht, ich mache jetzt 10 Kilometer genau Race-Pace? Nee, genau, ja. Das ist eigentlich auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir versuchen, dass man die Race-Pace... Also man kriegt so ein Gespür dafür, wenn man mal langsamer und mal schneller auch mal läuft. Also dass man nicht so genau versucht, das monoton abzuspulen. Klar gibt es Rennen, die sind komplett flach und dann muss man irgendwie das so drin haben. Aber ich hatte bisher immer die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ganz gut geht, wenn man ein bisschen spielerisch da rangeht und halt auch diesen Wechsel in der Schrittfrequenz immer hat. Mhm. Weil dieses Monotone löst halt häufiger auch dann Probleme aus. Also dass man im Stütz- und Bewegungssystem da zu sehr in einen Rhythmus verfällt und dann da schneller Probleme kriegt, wenn man wirklich immer im gleichen Trott ist. Und wahrscheinlich zudem auch noch so ein bisschen Untergrund. Läufst du viel im Wald oder? Ja. Also genau. Weißt du das so prozentual? Dieses Jahr ist halt spezielles Jahr mit Corona. Okay, aber nehmen wir mal 2019. Ja, ich würde sagen, über die Hälfte läuft im Wald und dieses Jahr bestimmt 75% im Wald. Okay. Ja. Und steigerst du das dann zum Wettkampf hin, dass du sagst, okay, dann gehst du ein bisschen mehr auf die Straße? Ja, also als Straßenläufer muss man auch auf der Straße laufen, weil es einfach ein ganz anderer Untergrund ist. Und man einfach merkt, dass, wenn man es nicht gewohnt ist, die Oberschenkelmuskulatur extrem ermüdet auf die Waden. Ja. Und die 42 Kilometer auf Asphalt, das muss trainiert sein. Also da kann man nicht sagen, ich laufe jetzt nur im Wald und dann gehe ich auf die Straße und dann klappt das. Das ist definitiv was anderes. Ja, ihr hört, ne? Die Stimme wird ein bisschen ernster. Muss trainiert werden. Also nehmt euch das. Der Long Run, also wie lange der dann auch ist, muss dann auch auf der Straße passieren. Ja. Okay. Und das heißt, den Rest, sage ich jetzt mal, füllst du auf mit mediolangen Läufen oder wie soll man das sagen? Genau, also ich habe eigentlich 2 Intensitäten die Woche, 3 eigentlich nicht und die anderen sind dann eher im aeroben Bereich. Ja. Und da kommt dann halt noch Athletik dazu, Lauf-ABC dazu, ein paar den Sachen, genau. Okay, also die Klassiker, ne, das muss man eben auch machen. Machst du das so, hast du so eine Rumpfroutine, die du vielleicht sogar, wir machen ja gerade die Challenge, jeden Tag machst oder sagst du, okay, dreimal die Woche oder so? Nein, kann ich beruhigen, nicht jeden Tag. Nee, ich würde sagen, dreimal die Woche, ja. Dreimal die Woche und dann wahrscheinlich so Klassiker, auch wie Planken und sowas? Genau, ich mache aber auch viel mit einem Medizinball. Medizinball meine ich Petsyball? Petsyball, genau. Ja. Mit einem Petsyball. Ich finde, da kann man halt eigentlich ziemlich viel machen. Ja. Ist auch anstrengend, sieht immer easy aus. Aber man kann sich auch, wir kennen jemanden, der hat sich schon mal den Arm gebrochen darauf. Oh. Aber das ist natürlich, also, wenn man versucht, darauf zu stehen, das ist ein bisschen schwierig. Ja, okay. Ja, das kann ich auch nicht. Nee. Nee. Aber Petsyball ist eigentlich immer dabei und halt verschiedene Minibands. Ja. Okay, also Glutealmuskulatur. Ja, genau. Das ist halt super wichtig im Laufen, ja. Ja. Und Krafttraining so an der Langhantel? Genau. Langhantel, Kniebeuge. Immer mehr in der allgemeinen Vorbereitung, in der speziellen Vorbereitung. Da ist das mir dann ein bisschen zu risky manchmal, weil dann irgendwie plötzlich tut das Knie dann doch davon weh oder so, wenn dann nur mit geringeren Gewichten. Ja, vor allem, wenn man den Long Run dann auf Asphalt macht, die Oberschenkel schon ein bisschen. Dann und dann haut man noch mit der Langhantel drauf, das dann vielleicht nicht so wird gut. Dann schwierig. Also kann man auch sagen, eher so klassisch quasi vom Allgemeinen zum Spezielleren. Ja. Das ist dann auch so ein Prinzip. Okay. Ja, schön. Also finde ich irgendwie auch alles nachvollziehbar. Und vor allen Dingen auch so, dann gehen wir jetzt mal, was denkst du, also
denkst du, dass dieser Ansatz, den du da verfolgst, mit Multisport-Ansatz, ja, im Laufen, dass das auch etwas ist, wo du sagst, okay, da könnten eigentlich mehr Läufer, vielleicht auch, es gucken wahrscheinlich jetzt weniger Profiläufer als Amateure hinzu, wo du sagst, das kann man, da könnten eigentlich auch viele Amateure von profitieren. Ja, ich denke, besonders so die mentale Frische ist halt ein Aspekt, der für mich selber besonders wichtig ist. Da, wenn man halt das ganze Jahr hindurch als Läufer nur läuft, dann ist man irgendwann müde. Also allein sagt man sich, okay, jetzt muss ich wieder diese Kilometerwoche füllen. Irgendwann fängt man an, sammelt nur Kilometer. durch das Radfahren hat man da schon mal eine Abwechslung, dass man halt auch Zeit sammeln kann. Also klar, Trainingszeit, easy. Und dann ging es mir halt so, nachdem dann Davos zwar ins Wasser gefallen war, ich dann aber nur noch eine bestimmte Zeit hatte bis zur WM im Laufen, habe ich mich dann wieder gefreut, okay, jetzt wieder der Long Run, jetzt wieder die Laufprogramme und hatte dann halt so eine ganz andere mentale Frische und es ging halt Woche zu Woche wieder besser, wo ich halt mehr in die Laufspezifik reingekommen bin. Und ich denke, wenn man halt so die Grundlage mehr im Allgemeinen legt, dann, ja, dann hat man einfach wieder mehr Bock aufs Laufen und es ist, ich glaube, besonders im Laufen spielt das Mentale halt so eine große Rolle. Wie viel Bock habe ich auf die Einheit? Oder gehe ich da ran und denke schon, ach, nicht schon wieder? Mhm. Ja, das ist halt, also das hilft mir ungemein, um diese Abwechslung einfach reinzukriegen und ja, einfach so niemals den Spaß da zu verlieren. Und klar, es gibt dann Einheiten, auf die habe ich auch überhaupt keinen Bock im Laufen, aber wenn die dann nicht ganz so häufig vorkommen, das ist dann besser. Okay, ja, cool. Also dieser mentale Aspekt, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und denke auch physiologisch, klar hast du eben gesagt, du versuchst deinen Fettstoffwechsel auf dem Fahrrad mit langen Ausfahrten, weil ich meine, 4 Stunden laufen wird schwierig. Mhm. 4 Stunden Fahrrad fahren mit dem entsprechenden Training und Aufbau über mehrere Jahre ist dann natürlich im Grunde kein großes Problem, in Anführungszeichen. Nicht für jeden, aber im Grunde möglich, auch sagen wir mal vom Bewegungs- und Stützapparat deutlich einfacher. Also ich denke, man lernt da so in jeder Vorbereitung dazu. Also geht mir auch so, jetzt weiß ich auch so, okay, dieses Jahr, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt. Das versuche ich jetzt nächstes Jahr nochmal besser zu machen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so vielleicht, weil ich selber dann sozusagen Sportwissenschaftlerin bin, dass ich immer meine eigenen Sachen evaluiere und denke, okay, das hat gut geklappt, das muss ich nochmal besser machen. Und so ist es halt auch. Aus eigenem Interesse. Ja. Kannst du da sehr ehrlich mit dir sein? Ich meine, du sprichst wahrscheinlich viel mit deinem Vater dann auch. Genau, also es ist schon immer gut, noch seine Meinung dazu zu hören, dass er auch manchmal sagt so, nee, das ist war anders, das sehe ich nicht so. Aber ja, ich analysiere das dann schon ganz gerne zurückblickend. Okay. Und besonders auch, also dass ich die Trainingsaufzeichnung alles halt immer mit Herzfrequenz aufgezeichnet habe, dann auch eigentlich meine HRV-Werte seit 2014 aufzeichne und dann wirklich immer auch genau sehen kann, da war ich so erholt, da hat das so und so gepasst. Das könnte man in der Zukunft nochmal optimieren. Und das ist halt schön, wenn man immer so sieht, okay, was kann ich aus der vergangenen Vorbereitung lernen für die nächste Vorbereitung. Ja, spannend. Mal andersrum, jetzt hast du ja so ein bisschen in den Triathlon reingeschaut und du kennst vielleicht auch ein paar Triathleten und siehst, wie die trainieren und was da so in der Szene abläuft. Was denkst du denn jetzt mal aus, um da in der Laufperformance was zu optimieren, was können denn Triathleten von den Läufern lernen? ja, also ich denke immer so, dass die Läufer noch viel mehr, also ist mein Eindruck, also wir Läufer und Läuferinnen, dass wir viel mehr noch so auf unser eigenes Körpergefühl achten, also besonders beim Laufen, dass wir ja, klar, auf dem Rad hat man halt viele Komponenten, auf die man sich fokussiert, aber beim Laufen ist halt nur so, ich selber mit meinen Füßen auf dem Boden und an was denke ich, was stimuliert mich positiv, was stimuliert mich negativ, welche Gedanken helfen mir und welche Gedanken sind eher hinderlich und ich habe oft das Gefühl, also im Triathlon ist es halt so, dass man ja weniger läuft und dadurch mehr intensiver läuft, häufig. Also diese lockeren, langen Läufe sind ja dann oft ja auch durch Radfahrten. Ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Genau, kommt ein bisschen drauf an, aber es sind halt oft diese lockeren, langen Läufe, die mir halt echt total helfen, halt irgendwie auch so nochmal Kleinigkeiten zu optimieren, also zu sagen, okay, mein Fußaufsatz ein bisschen so, ein bisschen mehr so in mich reinzuhören und mich dabei auch zu entspannen. Also ja, diesen mentalen Ansatz. Ja, und auch irgendwie nicht mit Musik zu laufen, sondern, also das ist so ein Läuferding, ich finde das gar nicht cool, wenn man mit Musik läuft. Vor allen Dingen, kennst du das? Du läufst dann von hinten ran und der Weg ist nicht ganz so breit und du sagst, hallo, hallo. Und dann schrecken die so weg und machen aber dir den Vorwurf, dass du ja da die erschrocken hast. Das ist genau, und da habe ich immer so das Gefühl, also, dass wir Läufer da sehr, ein sehr gutes Körpergefühl haben. Und manche Triathleten vielleicht, ist jetzt, ich will jetzt niemanden da zu nahe treten, vielleicht oft nur wirklich schnell und mal eben laufen und denken so, okay, ich brauche irgendwie den Wattmesser am Schuh und den Schuh und das, dann werde ich schneller. Aber es ist halt oft einfach nur so in sich reinhören und zu merken, was tut mir gut und was kann ich wirklich an Kleinigkeiten an mir optimieren,
die ich halt selber spüre und besonders spüre beim lockeren Lauf. Ich wollte gerade sagen, also das ist aber dann bei diesem Slow Jog, wo man auch wirklich sich darauf konzentrieren kann, mit dem Körperschwerpunkt vielleicht mal zu spielen, mit dem Fußaufsatz, wie du eben gesagt hast. Wenn ich natürlich immer nur drücke, richtig, dann bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Mhm. Ne? Und, aber vielleicht nochmal, weil wir gerade über den Slow Jog sprechen und dieser mentalen Komponente, siehst du da vielleicht so auch so einen Schlüssel, weil du hast eben gesagt, die Kenianer machen das sehr besonders. Ich kenne auch diese, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, vielleicht sogar vor Ort, die laufen so ganz eng hintereinander in so kleinen Gruppen, in so kleinen Faden. Das sieht auch schon so wie so Mönchstruppen aus oder Gruppen. Siehst du da irgendwie was, dass sie sich da auch besser konzentrieren können? Oder? Also man muss sagen, in Kenia zum Beispiel ist der Untergrund sehr schlecht. Also schlecht heißt, es sind große Steine, es ist abtrünnig. Und dann, die gewöhnen sich halt auch daran, dass sie da drauf laufen können, was natürlich einerseits natürlich die Fußmuskulatur stärkt. Also dass sie jetzt nicht Übungen machen im Studio, um die Fußmuskulatur zu stärken, sondern das halt auf natürliche Weise erlernen. Oder auf die, kennst du dieses Stepper-Video von Eliud Kipchoge, von diesem Stepper oben runter? Das machen die vielleicht noch. Ja. Okay, aber die meisten auch so, dass sie ihre ganze Stabilität dadurch erlernen, dass sie mal halt auf Trails laufen und auf schwierigem Untergrund. Und ist natürlich auch so, jetzt heutzutage ist ja neuromuskuläres Training auch komplett in der Mode, wo man jetzt sich auch hinstellt und bestimmte neuromuskuläre Trainingsübungen macht, auch im Studio auf einer Matte, wo ich mir denke, okay, wenn man halt ein paar Trails läuft, vielleicht auch mal in der Dämmerung jetzt läuft oder so und sich bewusst da natürlich darauf konzentriert, dann kann man da halt auch sehr viel mitnehmen. Ja. Ja. Da hast du bei der Dämmerung hast natürlich so eine 3000 Watt oder 8000 Watt Stirnleuchte an, das ist ja auch klar. Ja, damit du ich bin dieses Jahr noch kein einziges Mal mit Stirnlampe gelaufen. Also, das war ja auch eher Spaß. Also genau, dieses Bewusste finde ich sehr interessant, dass du das so sagst. Würde ich auch unterstützen, weil das siehst du häufig, wenn wir hier in Köln laufen, viele Leute mit so einem Handy und dann Kopfhörer und alles Mögliche. Würde ich auch unterschreiben. Also Leute, nehmt euch, Slow Jog haben wir gesagt, nehmt euch die Zeit, ganz ruhig, hört in euren Körper hinein. Das ist doch schön, wenn du sagst, okay, weil Triathlon ist ja auch so eine Materialschlachtsportart. Genau. Ich weiß es nicht so ausdrücken. Ja, das ganz ruhig. Ich habe das in Davos auch gemerkt. Was ich alles dafür gebraucht habe, boah. Pff. Ja, ja, ich krass, weiß auch noch, also dann, wir standen da ja an dem See vor dem Start und im Neo barfuß, eine Stunde im Regen. Und ich weiß noch, also meine Füße waren schon vorher taub, bevor ich ins Wasser gegangen bin. Das Wasser war dann angenehm warm, in Anführungsstrichen. Und der See war nicht und warm. Und ich dachte in dem Moment nur so, oh, warum tue ich mir das an? Ich glaube, ein Marathon wäre jetzt angenehmer, als hier diese Stunde zu frieren. Also die schlau waren, die hatten dann irgendwelche Neoschuhe, aber sowas hatte ich vorher noch nicht gedacht. Wegen Corona konnten wir uns ja auch nicht in einem Zelt unterstellen oder so. Sondern mussten dann diese Stunde dann da frieren und dann das war noch alles für die Katz. Ja, das war wirklich, war wirklich schade. Ja. Jetzt hast du eben schon mal so ein bisschen HRV und Puls und so weiter angesprochen. Das kommt auch häufig bei uns die Frage, wie viele Diagnostiken machst du? Machst du welche? Ja. Und vor allen Dingen, wenn, dann ja, welche? Wie machst du es? Ja, also ich mache auch seit klein auf eigentlich durch meinen Vater viele Leistungsdiagnostiken. Was heißt der klein auf, wenn du das so sagst? Ich glaube, oh Gott, er hat das erste Mal mich aufs Laufband geschickt, da war ich 6. Da habe ich jedes Jahr einen Test gemacht. Der hat angefangen, 1 km/h pro Minute schneller. Okay. Und ich glaube, der hat das auch publiziert. Dann konnte man ganz gut sehen, dass ich dann damals schon, ich glaube, mit 6 Jahren angefangen habe, mit Herzfrequenz halt 140 direkt und halt bis, ich glaube, mein höchster Herzfrequenz war mal 204 oder so gekommen bin. Und dann irgendwann aber dieser Test 1 km/h, eine Minute schneller, also diese Kurve sich halt jedes Jahr nach rechts verschoben hat, was auch ganz cool war. Also mittlerweile mache ich aber nicht mehr den Test 1 Minute 1 km/h, der macht wenig Sinn. Wäre nicht schlecht. Sondern ich mache also nicht eine Leistungsdiagnostik mit 1200 Meter Stufen meistens und die aber relativ häufig oder 2000 Meter Stufen, um halt immer wieder auch meine Herzfrequenz-Trainingsbereiche anzupassen, um auch wirklich zu wissen, was ist mein Herzfrequenz-Trainingsbereich, weil das halt meine Hauptsteuergröße ist. Und ja, also so häufiger man das halt macht, desto besser hat man da auch Feedback und weiß, okay, muss ich vielleicht noch mehr aerob trainieren oder wo ist jetzt eigentlich meine Schwelle oder war das jetzt schon zu intensiv, muss ich ein Stück zurückgehen? Und so häufiger ich das halt kontrolliere, desto mehr kann ich da halt ein Feintuning vornehmen. Und ist das auch eine Herzfrequenz, aber misst ihr dann auch noch irgendwie Laktat, Spiro und so weiter? Klar, also immer auf dem Laufband mit Laktat und Herzfrequenz, das kann man häufig machen und dann mit Spiro, das mache ich etwas seltener. Also das ist genau, aber das mit Laktat und Herzfrequenz eigentlich sehr häufig. Also sehr häufig heißt in der Vorbereitung schon manchmal alle 3 Wochen zum Beispiel. Okay, aber das ist wirklich häufig. Ja, und aber auch noch mal vor dem Rennen kann ich halt auch sehr gut ausrechnen, dann aufgrund der Erfahrungswerte, die wir haben,
okay, welche Halbmarathon-Pace ist eigentlich wirklich möglich, wenn es jetzt ein flacher Kurs ist. Mhm. Und das kann man halt dann wirklich sehr gut sehen, also indem man halt sich rantastet an die Geschwindigkeit und dann 2000 Meter Stufen macht und dann guckt, okay, wo akkumuliert jetzt das Laktat. Ja, ja, klar. Ja. Klassische Laktat-Geschwindigkeitskurve. Ja. Ja. Da ist natürlich auch wichtig, dass man nicht halt so ein Handmessgerät nutzt, sondern richtig Tadat misst, weil mit dem Handmessgerät, da stellt man immer viele Fehler fest, das haben wir auch. Ja, und vor allem kommt es auch an, welches man verwendet. Ja. Da bin ich 1% bei dir. Haben wir, glaube ich, auch schon mal auf dem Channel häufiger gesagt. Ah ja, okay. Ne? Ja. Ja, ja. Ja. Aber gut, das ist auch nochmal die Kehrbereiche. Ja, aus. Doch, wirklich. Also besonders in unteren Bereichen, da geht es ja um, geht's ja. Ja um kleine Bereiche, und wenn man dann Leute da stehen und nur mit einem Handlaktatmessgerät abgeben, dann ist die Fehlerquelle schon ziemlich groß. Ja. Da gebe ich dir 1%. Ich meine, die Fehlerquellen oder Möglichkeiten sind eh groß, ja. Und dann sollte man sie minimieren und dann bringt es mit dem Gerät leicht an. Ja. Genau. Haben wir aber auch schon häufiger gesagt, wir haben da auch schon einige interne Tests mal gemacht, mit einem stationären verglichen und haben da auch schon mal eine Empfehlung ausgesprochen, aber sagen okay. Wir wiederholen das nicht tausendmal. Ja. Genau. Also klar, also ganz klar, klassische Diagnostik in dem Sinne. Und was ich wirklich beeindruckend finde, ist alle 3 Wochen, das habe ich so noch nicht gehört. Ja, also in der speziellen Vorbereitung jetzt, das ganze Jahr durch. Genau. Weil aber wenn man es jetzt wirklich genau wissen will, dann ist es so häufiger, desto besser, ja. Ja, natürlich. Und das kann man natürlich auch so ein bisschen ins Training einbauen, denke ich mir. Das sind ja auch. Klar, nicht jeder hat die Möglichkeiten, aber wenn man die Möglichkeiten hat, ist das auf jeden Fall förderlich. Ja, ja, ja. Ich meine, wir haben das noch nicht gesagt, ne? Laura, du promovierst gerade auch noch Sportwissenschaften. Genau. Wann bist du fertig? Und da will ich nur ganz kurz sagen. Kein Druck aus dir. Nein. Das ist eigentlich immer die Frage, wenn jemand eine Doktorarbeit schreibt. Ja. Ich muss nur noch zusammenschreiben, also noch ein Jahr. Das ist eigentlich immer. Ja, also ich. Mal schauen. Ich hoffe, bald, ja. Ja, okay. Also wirklich, finde ich auch beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich kenne ja das Prozedere und das neben dem Leistungssport. Ich glaube, da könnt ihr dann auch nochmal den Respekt zollen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ja. Ja. Cool. HRV, und jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung Zukunft, weil ich leite mal so ein bisschen über. Laura macht jetzt gleich nach dem Talk hier 2 Videos an unserer beliebten Tafel. Weiß ich gar nicht, ob sie die da ranlassen will. Und auch an der Präsentation hast du vorbereitet. Das sind 2 Videos, also könnt ihr euch schon freuen, weil es kamen ja viele Fragen nochmal zur HRV. Und da sitzt eine Spezialistin, die das seit 6 Jahren aufzeichnet. Was will man mehr? Also wo siehst du da die Zukunft? Genau, also es ist halt so, viele fragen sich, okay, wofür brauche ich jetzt eigentlich noch die HRV-Messung? Ich habe doch ein Wattmesser, ich zeichne auf meinen Trainingsumfang, ich rechne meine Kilometer und jetzt soll ich auch noch HRV-Messungen machen. Aber, also ich denke, die HRV-Messung bietet einfach die Chance, dass man, wenn man so schon im Tag steht, wo man sagt, boah, ich fühle mich heute echt nicht gut. Und dann fragt man sich oft so, ja, fühle ich mich jetzt echt nicht gut? Oder bin ich auch wirklich schlecht drauf? Und um die halt. So genau. Und wenn du dann sagen könntest, okay, das ist mein subjektives Gefühl, aber ich habe jetzt noch einen Parameter, um das halt damit objektiv abzugleichen. Und vielleicht sagt mir dann die HRV-Messung, du bist eigentlich super drauf. Aber du fühlst dich halt nur schlecht, dann kann man das Ganze nochmal evaluieren. Oder die sagt dir halt wirklich, okay, pass auf, das sieht wirklich nicht so gut aus, mach das Programm lieber morgen. Und das hilft mir halt seit vielen Jahren, da ich meine Werte halt so kennengelernt habe. Seit 6 Jahren, ne? 2014 hast du eben gesagt. Ja, genau. Dass ich da halt wirklich sagen kann, okay, wir können das Training individualisieren auf Basis des subjektiven Empfinden und mit Hilfe des objektiven Tests. Also das ersetzt nicht das eine, also man schreibt einen Rahmentrainingsplan, der steht dann so, den haben wir dann auch so, und dann ist aber halt Tage, wo man adjustieren muss, das macht er ja genauso. Und dann ist es halt gut, wenn man nicht nur sagen kann, okay, hey, wie fühlst du dich, sondern wie sieht eigentlich auch dein Test aus? Man muss ein bisschen differenzieren. Ich mache das gerade so, weil ich probiere das gerade so ein bisschen aus. Okay. Nick muss gucken, dass alles grün wird, der hat einen statischen Plan. Weil dem ist egal, wie er sich morgens fühlt, der muss durchziehen. Ja. Aber das ist genau das, worauf wir so ein bisschen auch hier anspielen wollen, dass man auch dann eben auch so ein bisschen quasi eine Selbstkompetenz findet und vielleicht ein Tool hat, mit dem man arbeiten kann. Ja. Und genau, es gibt ja auch diesen Lagewechseltest, davon hast du mir erzählt. Kannst du das nochmal ganz kurz, würdest du vielleicht nochmal ganz kurz gleich erzählen, aber... Genau, weil das Problem ist halt, wenn man jetzt nur eine Ruhemessung machen würde, das heißt, man macht jetzt nur eine Messung im Sitzen oder im Liegen. Morgens klassischerweise. Genau, dann hat man vielleicht den einen Parameter, den du auch schon eingeführt hast, den RMSSD, plus die Ruheherzfrequenz. Sind 2 Parameter, da tut sich jetzt noch nicht so viel. Aber mit so einem Lagewechseltest hat man den Vorteil, dass man halt eine Liegend- und eine Stehendmessung hat. Die muss gar nicht lange dauern, also 2 Minuten zum Beispiel. Aber dann hat man Liegendherzfrequenz, Stehendherzfrequenz, RMSSD im Liegen und Stehen und diesen Peak beim Aufstehen, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und das gibt mir halt dann schon 5 Parameter, und da kann ich dann wirklich differenziert eine Aussage treffen. Okay. Und man sieht halt auch, dass besonders jetzt im Ausdauersport halt bei der Liegendherzfrequenz sich manchmal nicht mehr viel tut. Die ist dann einfach schon unten, und dann denkt man so, ja, jetzt ist sie vielleicht
ein, zwei Schläge variabel. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Aber so die Stehendmessung, also habe ich auch selber bei mir festgestellt, variiert halt viel größer. Mhm. Und dieses Zusammenspiel liegend und stehend gibt mir halt dann echt Aufschluss, okay, was ist jetzt eigentlich Sache? Also gehe ich jetzt, keine Ahnung, schon Richtung Übertraining, muss ich jetzt zurückfahren oder sieht das alles noch gut aus? Oder ich habe ein Hit-Programm gemacht und möchte das nächste Hit-Programm machen und das nächste und denke dann irgendwann so, vielleicht war es jetzt ein bisschen zu viel, setze ich lieber nochmal einen Aerobenblock. Und das sind halt oft Fragen, die kann man so mit dem Gefühl, man fühlt sich dann einfach nur nicht gut, aber man weiß ja nicht so richtig, woran liegt das jetzt? Liegt das jetzt daran, das Volumen war zu hoch oder liegt das daran, die Intensität war zu hoch? Und ja, da kann mir das halt super helfen, das abzugleichen. Ja, und wie du auch gerade gesagt hast, finde ich auch spannend, ne? Könnt ihr auch dann auch mal so wahrnehmen. Man kann eben auch dann trotzdem noch trainieren, ne? Selbst wenn dann der Wert vielleicht nicht so gut ist, kann man eben auch das wieder durch Training, durch einen Aerobenblock, wie du gerade gesagt hast, also Lit, Lit-Block, kann man dann wieder das Ganze auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, stabilisieren oder verbessern, wie auch immer. Die Regeneration fördern, kann man jetzt umschreiben, wie man möchte. Ja. Aber das zeigt es uns ja gleich dann auch, glaube ich, ein bisschen in den Weiteren. Genau, ich kann euch da so ein paar Einblicke geben halt von meinen eigenen Werten, wie das aussieht. Und ja, also ich denke, das ist... Es ist halt wirklich eine Chance, weil man überlegt halt immer, was für ein Tool nutzt man, um das halt ein Feedback noch zu kriegen zu seinem subjektiven Empfinden. Und es sind zwar, klar, muss man das jeden Morgen machen, aber man muss es auch nicht jeden Morgen machen. Okay. Also, okay. Das sozusagen. Ja. Sondern vielleicht halt dann an den Tagen, wo man es genau wissen will. Das wollte ich gerade auch. Genau, wenn man halt viel Erfahrung damit hat, so, dann mache ich den Test jetzt auch nicht jeden Tag, sondern im Trainingslager oder in der Höhe dann vielleicht jeden Tag, aber sonst, wenn sich nicht so viel Besonderes tut, dann mache ich ihn halt dann, wenn ich es wirklich wissen will. Also steuerst, würdest du auch darüber sagen, in der Höhe steuerst du dann auch so ein bisschen, okay, ich bin schon adaptiert? Genau. Ja, da kann ich auch ein Beispiel zeigen, genau. Ah, cool. Das ist ganz cool, dass man sieht wirklich, wann bin ich an die Höhe adaptiert und wie lange dauert das eigentlich? Okay. Weil das ist ja auch, weiß man ja gar nicht so genau, und das ist eine Frage, die auch sehr individuell ist. Und, ja, absolut. Ja. Ich habe es auch dieses Jahr zum allerersten Mal mit Athleten mit HRV versucht zu steuern. Mhm. Unfassbar, wie unterschiedlich das ist. Ich hatte nicht diesen Lagewechseltest, aber ich habe die ganz normale gegeben. Und selbst da war es, du kommst da hoch und die HRV ist einfach eine Vollkatastrophe, sag ich mal, salopp. Und du hast echt unterschiedliche Anpassungswege und Dauern eben gesehen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen Erfahrung, wie häufig warst du schon da oben und so weiter und so fort. Ja. Cool. Letzte Frage, wie geht es für dich jetzt weiter? Weil ich meine, nächstes Jahr, wir haben ja jetzt noch 20, da steht ja eigentlich sowas Großes, hoffentlich vor der Tür in Japan. Was ist da dein Plan? Ja, also die Form war jetzt halt sehr gut nach der Halbmarathon-WM und ich wäre halt sehr gerne jetzt in Valencia gelaufen am 6. Dezember, da laufen ja auch viele Deutsche. Mhm. Wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen, nur ich habe ja leider keine Startnummer bekommen dafür und es ist halt super ärgerlich, weil wenn man halt einmal die Form hat und ja, dann habe ich mir auch zugetraut, die Olympianorm jetzt, also es liegt ja bei Frauen 2:29:30 und wenn man das halt ausrechnet mit dem Halbmarathon mal 2 und dann bleibt da eigentlich noch relativ viel Spielraum und es wäre eigentlich so von 18. Oktober bis 6. Dezember gut gewesen in der Vorbereitung, nur ich bemühe mich um den Startplatz seit April, aber es hat nicht geklappt. Es ist auch ein bisschen undurchsichtig, ehrlich gesagt, wer jetzt da eine Nummer bekommen hat und wer nicht. Also es liegt so ein bisschen an Kontakten, an Management. Und ich habe auch nochmal versucht, alles in Bewegung zu setzen, dass es klappt, aber war nicht. Mhm. Und musste dann leider meine Form wegschmeißen jetzt, was dann einfach ziemlich bitter war. Also hast du Off-Season gemacht. Ja. Es ist so, in der ersten Woche fällt einem das natürlich super schwer, weil ja, man hat das ganze Aufbau und man ist halt fit und dann sagt man, okay, ich muss jetzt aber runterfahren, weil man kann jetzt ja nicht die Form nehmen und konservieren. Das klappt ja nicht. Das ist so eine Idealvorstellung. Die nehmen wir mit einer 21. Ja. Super, ja. Genau. Und ja, deswegen bin ich jetzt auch wieder im Grundlagentraining einen neuen Aufbau. Nur das Problem ist jetzt, wir sehen halt einfach kein anderes Rennen. Also bisher gibt es keinen anderen Termin, außer diesen 6. Dezember. Und ich meine, besonders Laufen zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es eine Sportart ist, wo es eine ziemliche Chancengleichheit gibt. Also jeder kann sich bei dem Marathon an die Linie stellen, jeder kann dann, also man braucht nicht teures Equipment dafür, kann dann Frau gegen Frau rennen und am Ende die Schnellste kommt dann vielleicht zur Olympiade oder die schnellsten drei. Ja, und dieses Jahr ist das mit Corona halt alles anders, weil jetzt geht es darum, wer hat eine Startnummer bekommen und wer nicht. Und das ist halt schon doof. Und ich glaube, das muss man auch mal an der Stelle sagen. Viele haben ja nur von den Olympischen Spielen gesprochen, die zu verschieben. Es gibt ganz viele Sportarten, jetzt nicht nur im Laufen,
wo der Qualifikationsmodus noch nicht abgeschlossen ist, ja, und es gerade keine Wettkämpfe gibt. Das wird jetzt noch ein spannendes, also ich drücke dir, ja, wir alle drücken dir schon, ja, mal die Daumen. Danke. Das wird aber in vielen Sportarten wirklich noch ein ganz, ja, enges Ringen um ganz wenig Startplätze. Ich meine, es gibt ja auch Kampfsportarten, ne? Ja. Das war eh lange ein Thema bei den, ja, Corona-Zeiten jetzt. Und da bin ich gespannt, wann da wieder Wettkämpfe stattfinden können und was dann für Lösungsmöglichkeiten, ja, unter Umständen gesucht wird, weil meine, man muss dir ja schon die Chance geben, am Ende des Tages nochmal laufen zu können. Ja, also das bin ich nur ich, noch andere Athleten. Ne? Ja, völlig klar. Und auch in anderen Sportarten. Triathlon, weil wir ja ein Triathlon-Channel sind, ist auch noch nicht abgeschlossen. Ah. Das läuft bis Mai 21. Ja. Bleibt spannend. Ja, besonders halt mit der Vorbereitung. Du musst dir das halt, ja, vorstellen, man will ja einen Plan schreiben und will ja jetzt sagen, wann mache ich wo mein Trainingslager? Und das geht halt einfach gerade gar nicht, weil wir nicht wissen, okay, wann ist denn das Rennen? Ist es jetzt im Januar, Februar, März, April? So, total schwierig, ja. Ja, definitiv. Mhm. Und man kann ja auch nicht sagen, ja, ich baue eine Form auf und dann halte ich das. Ja, eben, weil das, ja, geht ja gerade leider nicht. Und wenn ich dann muss, dann, wenn ich es weiß, dann fahre ich mal kurz hoch. Das, ja, wird dann so, also Marathonvorbereitung sind schon wirklich 6 bis 8 Wochen, die konsequent dann so erfolgen müssen. Und da, ja, kann man nicht abkürzen. Nee, no shortcuts. No. Ich kann nur ein Rennen vorschlagen. 31.12. Party-Pace. Ja. Es gibt da eine, ja, Olympia-Quali. Offizielle, können wir anfragen. Offizielles Rennen, ja. Was sind deine Kontakte? Ja, ja, mal gucken. Na, Spaß beiseite. Ich würde sagen, erstmal dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. War wirklich, glaube ich, ich hoffe, für euch auch sehr informativ. Jetzt kommen ja vor allen Dingen auch noch für euch dann, ja, in den kommenden Tagen und Wochen 2 Videos zur HRV, wo wir, glaube ich, viel lernen werden. Und ich sage es jetzt mal so, haut mal in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Ja, und dann schauen wir mal, wie wir die beantworten können. Und im Zweifel kommst du irgendwann, ja, nochmal vorbei, bist du wahrscheinlich regelmäßig wieder doch nochmal in Köln oder auf dem Weg oder wie auch, ja, immer. Kriegen wir hin. Und vielleicht können wir dich auch irgendwann mal besuchen. Wenn auf dem Weg nach Tokio, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also vielen Dank nochmal, gerne, sehr interessant und an euch. Macht's gut. Genau, bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.